Servus und hallo bei Nord Anna, der Dope Show. Heute geht es immer um das Thema, wie ich das geschafft habe, nach so viel Versuchen. Also ich habe bestimmt 2 Jahre am Stück versucht, von Heroin und Opiaten loszukommen. Ich habe es mit Codeinsaft versucht und kurzzeitig auch mal mit Methadon. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Also solche Ersatzstoffe nehmen einen zwar den Entzug, aber wie es halt diese Stock im Arschhaber unbedingt haben wollen, hat es keine andere Wirkung. Also es berauscht mich kein bisschen null. Es macht aber trotzdem die ganzen anderen negativen Nebenwirkungen, wie eine körperliche Abhängigkeit von dem Stoff, von der Substanz, eine Abhängigkeit von der Person mit dem weißen Kittel, eine Abhängigkeit von den Öffnungszeiten. Da gewöhnt man sich ganz schnell dran, weil der körperliche Entzug ist einfach nur die Hölle vom Methadon. Ich habe es versucht, mich runterzudosieren. Und dann irgendwann einmal kommt es der unweigerlichen die Phase, wo es unter eine bestimmte Grenze fällt, sodass dann leichte Schmerzen anfallen oder dass du halt schlecht drauf bist. Dass einem richtig scheiße und mies geht, halt als ein Zug halt eben. Ja. Nur ist das bei Methadon halt Wochen oder Monate lang. Also, wie kann das sein, dass ich, der in Bayern gelebt hat und echt der harten Repression ausgesetzt war, auf Seiten der Polizei, ja, der Justiz und Therapie machen und überhaupt, es ist sehr schwer, dass dort musst du sehr heimlich irgendwie heimlich halten, bis es halt nicht mehr anders geht und man sieht und man offensichtlich sieht, dass man Junkie ist. Dann macht man ganz schön viel durch. Und dann denkt man sich, hey, wenn man in Berlin ist, da ist doch das alles viel anders da, oder? Günstiger, besser, einfacher zu kriegen, täuscht er dich ja mal. Das ist härter, einfach nur härter. Die Leute hier sind sehr viel schneller, extrem viel abhängiger, die stürzen viel schneller ab und leben auch ganz schnell auf der Straße und obdachlos und hauen sie halt trotzdem die Spritzen rein, die Sau. Man mag sich ja im Allgemeinen denken, wenn man in Bayern so lebt und aufwächst und süchtig wird, drogenabhängig wird, und da der ganze Repressionsapparat und alles es nicht geschafft hat, einen davon loszubekommen. Ja, weil der Druck ist ja schon nicht klein, also man kriegt da schon ganz schön mächtig Gegenwind von der Justiz. Und trotzdem ist das ja wie so eine Zange. Einerseits ist die Sucht, Abhängigkeit, Droge, andererseits ist die Justiz, und das drückt dich in der Mitte so. Und irgendwann mal ist der Leidensdruck groß genug, denkt man sich in Bayern, dass man aufhören möchte. Ist ja auch so. Ne? Nur ist es dann mal so, dass genau dieses scheiße Behandeln von Mitbürgern, die vielleicht dazu bringen, überhaupt Drogen zu nehmen. Ich habe mich damals entschieden, bei meiner letzten Therapie, oder kurz davor schon, bevor ich das überhaupt in die Wege geleitet habe, habe ich mich entschlossen, ich verlasse Bayern, ich habe keinen Bock mehr auf diese Hohlbirne. Die einerseits so tun, als würden sie einem helfen wollen und die helfen die Hand hinstrecken und andererseits dann aber auch alles Mögliche zwischen die Beine schmeißen, damit man dieses Ziel gar nicht richtig erreichen kann. Jedes Mal, wenn ich versucht habe aufzuhören, kam irgend so ein Scheißhammer. Entweder kam Polizei mit der Auszusuchen daher und findet ein bisschen eine Hasche und macht ein Riesendrama oder der Staatsanwalt ruft mich in der Therapie an und sagt, Alter, du gehst erstmal in den Knast. Wie gehen die mit den Leuten um? Also bin ich weg von Bayern nach Berlin. Es ist so, dass ich natürlich die ganze Zeit, wo ich drauf war und in Frankfurt auch war und überall habe ich gehört, hey, oben im Norden und in Berlin, hey, da ist viel cooler. Da ist das Zeug günstiger und es ist besser, reiner. Und dann hören die Leute, hey, ich möchte nach Berlin plötzlich. Gell? Und jeder sagt, du bist zu narrisch. Was willst du in Berlin? Du kennst da gar keinen. Und genau das ist eins meiner der Knackpunkt gewesen. Ich kannte niemanden außer meine Freunde, die ich kennengelernt habe, während ich im Haft war. Also so, die Freundschaft hat sich da was entwickelt. Wir haben uns ja nicht gekannt. Wir haben uns aber verliebt dann über die Post und dann haben wir uns das erste Mal Fotos hin und her geschickt. Davor haben wir uns nicht gesehen gehabt, gar nichts. Ja, immer den Wert dessen Zeit. Und
gute Nachsorge hier in Berlin war jetzt halt auch nicht gerade so das Schlechteste, sage ich jetzt mal. Ich habe es zweimal probiert ohne Unterstützung, wenn man dann draußen ist wieder. Habe ich nicht geschafft. Ich habe mal gespannt, beim dritten Mal gehe ich nicht wieder einfach so raus und schaue, was macht denn das mit mir, wenn ich ein paar Junkies an der U-Bahn treffe oder so. Oder was passiert, wenn ich in den englischen Garten gehe oder wenn ich mal wieder gegen die ganzen Bewährungsauflagen da wieder verstoß. Wie eben englischer Garten, ja, dürfte dann immer hin und denke, oh, da also darfst du nicht immer mehr im Park, den einzig großen in der Entspannung, also darfst du nicht hin. Ja, okay, ist ja auch andere Geschichte, aber dann war ich halt eben hier in Berlin, fremde große Stadt. Da war ich dann bei Notrax in der Frankfurter Allee. Dort bin ich kurz vor Silvester 2000 angekommen und das Coole war, das ist halt wie eine WG. Du wohnst in einer WG. Erst in einer Eingangs-WG und dann kommst du in eine Feste rein und bis du den Platz kriegst, bist du halt in dieser Eingangs-WG. Da kriegst du, du hast gar nichts. Du kannst, musst doch immer eine Matratze besorgen, das ist das Erste, was du brauchst, damit du überhaupt dich hinlegen kannst und schlafen. Das Einzige, was du hast, ist das Geschirr in der Küche zum Mitbenutzen, aber mehr auch nicht. Deine Klamotten, die du mitbringst von der Therapie, aus. So, also bin ich los, Sozialamt, tralala, Anträge gestellt, Geld gekriegt, gleich zu diesem, gibt es so von der BSR, so ein Kaufhaus, wo Möbel drinstehen, von Wohnungsauflösungen. Und mal Sachen günstiger gekriegt und hat man da ein paar Sachen gekauft und ja, dann kam der Freibrief. Silvester könnt ihr machen, was ihr wollt, wir fragen euch nicht danach, weil es ist ein einmaliges Silvester des Jahrtausendwechsels. Ja. Wenn man nicht nur Jahrhundert, sondern auch mal Jahrtausend, das war halt dann schon hardcore. Und ja, ich habe aber an dem Tag, an diesem Silvester, ich wollte clean ins neue Leben gehen und ich bin da auch clean geblieben. Ich habe mir halt immer, doch, Bier, glaube ich, habe ich getrunken oder zwei. Das war es aber auch schon. Damals habe ich Zigaretten geraucht, meine Chilidin als Tropfen oder schon aus Tabletten. Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da habe ich bloß geraucht, Zigaretten und Koffein, Kaffee. Aber es hat gejuckt wie Sau. Und ich habe ja auch noch mal einen Rückfall dann in Berlin gebaut, wo ich mit dem Hund Gas gegangen bin und da was gefunden habe. Da machen wir mal drauf, ja, so ein Schuss vom Buck. Fakt ist auf jeden Fall, Berlin ist riesengroß und hier kannst du Leute kennenlernen, die halt nichts mit Drogen zu tun haben. Und so war es da halt dann auch. Ich war in der Gothic-Szene unterwegs, ich habe ja, Leute kennengelernt, wo uns die Musik verbunden hat, aber von denen hat keiner gekifft. Bier trunken haben sie alle, aber gekifft hat keiner. Und das war für mich natürlich dann auch eine Hilfe. Und andere Drogen haben die auch alle nicht genommen, keiner von denen. Und das war halt für mich dann die Hilfe. Ja. Und nach ein paar Jahren keine Drogen nehmen, interessiert das auch nicht mehr. Es ist nicht so, wie sie es einem beibringen auf Therapie, dass es immer so, du darfst es nicht mehr anfassen, sonst bist du gleich für immer ein Junkie. Das stimmt nicht. Du musst genau wissen, Opiate ist ein Tabu, das ist ganz klar. Ja, sobald du irgendwas mit Codein nimmst, hast du einen weigerlichen Entzug danach. Oder wenn du, bei mir ist es zumindest so, ich habe nach ein paar Jahren einmal Schmerztabletten gekriegt für die Zähne, Dolomo, da sind halt welche mit Codein auch dabei, die Nachttabletten. Und ich habe davon nur eine genommen, eine einzige. Ja. Von diesen Nachttabletten her, am nächsten Tag ging es mir so beschissen, mit Scheißerei, und da war alles gleich da. Das war ganz nah dran, also das Körperliche ist ratzfatz wieder da. Während du beim Anfang, wenn man mit Heroin so anfängt, was braucht man denn auch? Bestimmt mindestens 3 Monate oder so durchgehenden Konsum, dass du es dann auch wirklich spürst, dass du einen Zug hast. Aber wenn du mal drauf warst, dann braucht es nur einmal, dann hast du wieder einen Zug. Aber wenn du das weißt, dann kannst du selbstverständlich auch mit sowas umgehen, wenn du stark genug bist. Aber die wenigsten sind es, die Gier von uns ist so hardcore. Ja, das Drogen funktionieren ja alle gleich. Ja. Es gibt dir in deinem Belohnungszentrum einen kleinen Schub. Geht's dir gut? Und das ist also das Wohlgefühl. Je nach Droge musst du allerdings die Substanz schlagartig erhöhen, um denselben geilen Effekt zu haben. Ja.
Und bis du guckst, bist du halt da so in einer Schleife drin, da ist die Gier und zack, ist ein halbes Jahr rum. Und wenn du dann das merkst, dass du es ohne nicht mehr richtig gebacken kriegst, das ist schon spät. Dann wirkt es schon nicht mehr so wie am Anfang, sondern ganz anders. Es macht dann nur noch normal. Egal was für Substanz das ist, habe ich so das Gefühl. Und wenn man dann weitermacht, dann kommen halt dann langsam auch diese schädlicheren Sachen davon zum Vorschein. Ne? Cannabiskonsumenten werden vergesslich. Crystal Meth Leute, die können gar nicht mehr ohne, sind total fahrig und denkt man nur an das eine. Und ohne diese Substanz geht es auch nicht mehr. Und irgendwann mal frisst es auch das Hirn langsam auf. Also es ist halt nicht so von der Hand zu weisen, wie diese Faces of Meth. Man sagt, das ist übertrieben, weil die halt nur mal die Spitzen vom Eisberg zeigt. Aber ich habe Leute schon in Berlin laufen sehen, die so ausschauen. Ja, diese Löcher im Gesicht haben und total dürr, erstmal voll nur noch Gerippe und dann auch noch so rumlaufen mit dem Schuss am Augen und nichts anderes haben, als wie nur noch schnell. Heute erst. Ich glaube, im Arzt mir ein neues Rezept zu holen für Stilidin. Ich bin jetzt gerade in einer Schmerzpraxis und da drinnen sind auch Psychologen und Psychiater wohl beschäftigt im Ärztehaus. Und ich bin in den Fahrstuhl eingestiegen und da war halt einer drin und drückt wie ein Irrer auf das Schließending. Er war nicht zu auf irgendwas. Ich habe ihn angeschaut, er hat ganz normal ausgeschaut. Aber dann ist er immer so im Kreis und hat es halt schon hat halt irgendwie nicht erwarten können, dass wir endlich unten auf dem Erdgeschoss sind und rauskommen. Ich kenne das. Das nicht erwarten können, ich muss jetzt einen Hit haben beim Beißen. So hat er sich verhalten. Und dann hat er sich so weggedreht und sich irgendwas in die Nase. Er hat dann wieder trotzdem nicht ruhiger geworden, sondern noch hippeliger. Und dann ganz schnell zwischen die Leute so raus. Und ich schwöre dir, dass das ein Kandidat ist, der Christa. Der hat sich nicht mehr im Griff. Das mag vielleicht die ersten zwei, drei Mal geil sein, aber dann ist das vorbei. Und ganz genauso ist es auch bei mir Heroin. Da ist es ein bisschen länger geil, wenn man nicht schon eine Überdosis vorher hat oder wenn es einem nicht die. Wenn nicht ausgeht, na, dann ist das halt zeitlang geil. Die Geilheit hört total schnell auf in dem Augenblick, wenn du merkst, dass das, was du da hast, keine Grippe ist, sondern ein Zug. Dass du auf dem Zug bist und keine Grippe hast. Ja. Cannabis ist irgendwie das Einzige, wo ich mir denke, erstmal, ich muss ja damit leben, ne? Das ist mein Medikament für mich. Ich muss ja damit leben, aber andere Leute, die wollen das auch wirklich aufhören davon. Manche, die gehen ja auch tatsächlich zur Drogenberatung. Aber ich glaube, dass der Großteil von denen, die dort auftauchen, von Richtern dorthin geschickt werden, und zwar von Jugendrichtern, das gut meinen. Ja. 20 Jahre hat es gedauert, 16 Jahre hat es gedauert in Berlin, bis ich mich entschieden habe, wieder Cannabis als Medizin zu nehmen. Aber in der Zwischenzeit habe ich nur meine Chilidin-Karten immer nicht mehr. Was ist das? Es berauscht halt überhaupt gar nicht, nur die ersten paar Mal. Aber da ist ja noch was anderes mit drin, also noch Naloxon mit drin. Was ja die gegangene Drogenbeauftragte nach über 4 Jahren dahin ziehen, endlich einmal als Modellprojekt lächerlich in Bayern zugelassen hat. Das muss deutschlandweit zugelassen, wenn es kein Leben retten. Ich kann halt nicht nachvollziehen, dass man da so ein Aufhebens drum macht, um ein Mittel, das rettet. Es sei denn, man möchte, dass noch ein paar Leute vorher grippieren. Oder sich irgendwelche ekelhaften Krankheiten einfangen, wo man wieder den Gesundheitsapparat abzapfen kann. Peace out.